have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been logged, and you may be subject to disciplinary measures. No, no. Ich glaube, wir haben auch so mittendrin einfach mal abgebrochen. Disziplinarverfahren, ja. Die Dinger müssen eigentlich tot sein, wa? Ich jetzt aber auch nicht, weil die Dinger jetzt nicht sterben. Alles andere stirbt hier, bloß die Dinger nicht. Oh, Digga, niemals. Nein, Mann. Boah, was, Digga? Nie fucking malt. Kannst vergessen, ich komme hier nicht mehr weg, Alter. Doch. Ja, nice. Nein. Ich werde vergiftet. Ich bin tot. Oh, Alter. Was eine Rotze, wirklich. Der war so down gezogen gewesen. Aber woher kommt er denn auf einmal her? War auf einmal wieder da, Alter. Oh, Nebenwaffen sind ihre einzige Hoffnung, wenn sie sich in seinen Ranken verschicken. Ah, okay, wenn er mich kommt, also bin ich tot, ja. Ich schau mich, ich gehe erstmal in die andere Stelle wieder. Na, ich gehe auch mal ganz kurz zurück. Jetzt kann ich ein Gerät an der anderen Seite benutzen. Bevor das andere Ding mir auf die Nüsse geht, ey. Ah, ah, komm. Ich habe jetzt ja weniger Bock, dass mir jetzt der alte Glatzkopf wieder auf die Eier geht. Also muss ich mich vorher um diese komischen Pflanzen kümmern. Dann kann ich in Ruhe von ihm abhauen. Na, ganz vorne durch, okay. Muff, okay. Muff. Vermuff, ja. Du.
Ha, letzte Tasche. Nice. Wingless Notiz, okay. Mein Gott, Blut überall. Was zur Hölle geht hier vor? Wir sind. Nee, sie sind tot, alle tot. Dann diese Männer in Schwarz, USS, die Spezialeinheit vom Hauptquartier. Aber warum ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hörner an der Roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum haben die nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich kann nicht an einem so. An so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich, dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held, ein Genie, ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde. Abfahrt, ja. Da gibt es sonst nichts mehr. So. Meine Tasche habe ich jetzt auch komplett aufgewertet. Das ist schon mal ganz gut. Echt müde. Das ist schon wieder seit ein paar Stunden am Aufnehmen hier. Ah, das Ding jetzt behalte ich am besten nochmal. Speichern wir nochmal fix ab. Auf 230 mal speichern. Ne? Schön mit den Toten zusammen, sowieso eine miese, eklige Bewertung. Das hat auch erst wirklich hier angefangen. Ne? Also so in den letzten 3-4 Folgen oder so, dass ich immer drauf gegangen bin. Ich spiele aber auch echt manchmal super unvorsichtig. Fällt mal auf, anstatt ich weiß. Also, der kann doch einfach eine Kehrtwende benutzen. Das ist einfach die Sache. Vergesst das manchmal. So, okay. Dann wollen wir mal. Das sieht aber auch langsam aus, als hätte ich es bald durch. Ach so, ich glaube, bin ich richtig gewesen? Nee. Dispensing solution now. That did the trick. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been logged. And you may be subject to disbelief. Ja, bis es schwarz sind, hieß es ja, ne? Und dann sind sie erst richtig weg. Jetzt müsste er weg sein. Und wiedersehen. Shit. Him again? Thank you.
Was hat denn jetzt überhaupt für ein Armband? Blaue, wa? Dieses Violette meine ich. Ich bin ja relativ schnell von dem Typen weggekommen, ne? Hab ich gar nicht mehr bekommen. Nicht mal ein bisschen. Heute ging habe ich sicherlich nichts. Digitaler Labor-Video. Das ist Labor-Videokassette, okay. Eine Granate. USS Untersuchung. Oh, was für ein Licht. Irgendwas, was er hier wegschmeißen kann, das brauchen wir nicht. Die Kassette nochmal schnell anschauen. Ah, it's Birkin, man. Dr. Birkin, you'll come along with us quietly. You think I didn't know you were coming? This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Stop! Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive! Ist das Hank? Ich glaub schon, wa? Die sehen aber auch alle gleich aus. Ach, das ist Hank, das hört schon an wie Hank. Bei dir immer auch. Roger that. Just the samples then. Ja, er müsste aber eigentlich noch am Leben sein, glaube ich. Let's move. Die sehen alle gleich aus. Alle aus wie Hank. Danach sollte er. Danach sollte er sich ja verwandelt haben in der Geschichte, oder? Aber machen kann, ich glaube, holen wir mal die Dings wieder raus. Lightning Hawk. Auch wieder danach aus, als könnte mich hier gleich irgendwas vergiften, oder? Also das ist total seltsam. Die Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschung an G einzustellen. Im Nestlabor stattfinden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seinen Posten enthoben. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten unser Unternehmen. Das ist bestfinanzierte des Landes. Hört das G beinahe bereit. Was ich hörte. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass
sie das nie in das Labor hier in die Umbrella-Zentrale melden. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber. Wären Sie so nett? Keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet. Aber jetzt übernehmen wir Mahnungsbescheid. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentumsherrschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit dem ULS-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf Vorladung des Komitees. Ja, hat er wohl nicht gemacht. Da haben sie Leute vorbeigeschickt. Rest in Spaghetti, never forget you, meine Boys. Kann man nicht speichern und gucken? Ja, ist nur eine Kiste da, fällt mir gerade mal auf. Hm, oder nicht? Okay, doch vier Plätze sollten eigentlich reichen für ein paar Sachen. Fragen, was denn? Oh. Ach so. Bisschen Reinigung. Sieht aber aus, als wäre hier vor kurzem jetzt einer drin gewesen, ne? Boah, es ist einfach nur so eine Spuren, die da einfach so da sind. Diese ganzen Over-the-Top-Labore immer in so ein Spiel. Oh. Okay. Wir erstmal noch irgendwas, was man hier einsammeln kann. Kommt's aber auch mit den Augen, ey. Der Arme sieht aus wie der Arm von so einem Tyrant. Keine Ahnung. Na, es wird wohl ein ganz gutes Zeichen sein, dass hier gleich irgendwie was abgehen wird. Wenn ich hier schon die ganze Zeit Muni kriege für die Magnum. Und ich speichern kann und alles. Oh. Das Dings mit rein. Was ist sonst da irgendwas drin, was ich benutzen kann? Blendgranaten. Forschungstagebuch. Beobachtung zum embryonalen Wachstum. Proband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen ja einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begann die Beobachtung des medizinischen Teams. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 Wach- und 10 Punkten auf GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich dabei, aber und von was? Gott, aber wir haben mittlerweile schon 1 Uhr, das mit dem Lesen funktioniert gerade bei mir nicht mehr so gut. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Ach, das wird wahrscheinlich der sein, den ich dann unten gefunden habe, da, aus dem es da aus dem Magen geplatzt ist. Ach, Beobachtung zur Fortpflanzungsrate. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zur G-Form und wurde in eine Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass alle aus einem ein Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während des Experiments zusammen und nahm sich das Leben. Experiment zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Band 628 und 639.
Wir verabreichen das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten würde dennoch ein Embryo implantieren. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das T-Virus in keiner Weise auf. Okay. Easy. All right, now back to Ada. Push. Moment, schnell abspeichern hier. Okay. Ist das Birkin oder Dings? Ah, oh, das ist Birkin. Too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. So you made this monster. We made the G-Virus, but we never intended this. Spin it any way you want. You're still responsible. Super. Boah, sieht der heftig aus. Das ist krass, wirklich. Das ist übel krass gemacht, muss ich sagen. Oh. Ich brauche Zeug.
Natürlich liegt hier nirgends sowas zum Heilen rum, aber es soll ja wohl ein Witz sein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt der letzte Kampf ist. Fuck, Alter. Okay, ja, der hat mir gerade richtig gegeben. Ausweichen jetzt aber auch immer ein bisschen tricky, muss ich sagen. Okay, ich bin auch gesund. Perfekt. So, haben wir es. Perfekt. Doch noch nicht, auf keinen Fall. Okay, wo muss ich jetzt hin? Noch gern. Destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G virus is gonna go to the highest bidder. Bullshit.
Ja. Okay. Sollte passen. Vorsichtshalber, Mann. War leider nichts mehr zum Speichern da. Schade. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G-sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. And she claims you're not FBI. Why couldn't you just hand over the sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was? I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. Shoot me. But I don't think you can. Oh, aber sie anscheinend. Care of yourself, Leon. No! Mich jetzt gerade, ob da überhaupt noch irgendwas kommt. Ich glaube, Birkin taucht bestimmt noch einmal auf. Was denn? Welche Reaktoren? Erstmal eine Minute brauchen, um da überhaupt runterzukommen, ne?
Na klar, oder? Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it! 9 minutes until detonation. Es war mal die Frage, ob hier noch so eine dämlichen Wackelköpfe sind. Ich glaube nicht, wa? Mann, geh doch mal runter. Das Ding ja, gibt mir aber auch immer noch auf den Sack, wa? Der gibt aber auch nicht auf. Weil ich immer noch nicht weiß, ob es der gleiche ist oder es mehrere gibt. Mal noch bis zum Schluss, bevor ich die Folge einfach irgendwo so mitten unterbreche. Ist ja so schwachsinnig. Ein bisschen länger. Stecker. Okay, hier gibt's nichts mehr. Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass sie vielleicht noch Wackelköpfe sind oder so. Da kommt er doch bestimmt jetzt. Mr. Bubi. Locker.
oder? Na, da ist er, Big Pauper. Heftig aus, Alter. Oh, 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 oh. What is it? Okay, na, ich muss mich heilen. Oh, ich glaube, er ist pissig. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, was war das denn, Alter? Ich habe auch nichts mehr zum Schießen. Also auf jeden Scheiß. Was haben wir? Juicy! Hä? Ist sie denn noch da? Hä? Ist einfach Ada. Erklär mir mal bitte, wie sie da geblieben. Wie hat die Alte denn überlebt? Hä? Wird bestimmt in einem Kosten. Fetten DLC. Preisgegeben. I actually miss her. Ziemlich das Schwachsinnigste, was man machen konnte, dieses komische Armband jetzt wegzuschmeißen. Vielleicht braucht man sie noch. Leon? Hey. We made it. Just like I said we would. Okay, das war's.
Ist mit der Verfolgung von diesem Birkin-Vieh am Ende noch? Na egal, es wird da wahrscheinlich in der anderen Story sein oder ein neues Spiel Plus oder so Sachen, aber ja, ist ein gutes Remake. So ein bisschen kurz für meinen Geschmack, also ist okay, es hat ja mehrere Stories. Was war in Ordnung, kann man nicht meckern. Spaß gemacht auf jeden Fall mal wieder. Freue ich mich auf jeden Fall aber auch schon auf den dritten Teil, dass sie den remaken. Wird auf jeden Fall juicy. Ihr gönnt euch mal die Credits, ich gehe mir mal was zu trinken holen.
Oh. Hä? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Das ist jetzt wahrscheinlich das, was ich gerade erwartet habe, was passiert. Gesamtzeit, Google, 6 Stunden, 52 Minuten durch den Speicher an, selbst wenn ich nicht so oft gespeichert hätte. Ich bin schon besser gewesen. 6 Stunden und 52 Minuten. Ich bin nicht mal durchgerusht, wirklich. Ja, eigentlich alles an Items aufgesammelt. Auf jeden Fall, das war's jetzt mit Leon seiner Kampagne. Als nächstes würde ich dann irgendwie Claire ihre machen. Ich glaube, das mache ich aber im Livestream. Hart am Überlegen. Ah, ich glaube, das wäre. Mal gucken. Oh, ich nehme Videos auf. Ich habe sowieso noch ein bisschen. Bis das hochgeladen ist, also bis das hier seht. Vergeht bestimmt sowieso noch, sagen wir mal, eine Woche oder so, schätze ich, wie ich es überhaupt gesehen habe. Ansonsten, ja, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Däumchen nach oben da lassen. Falls ihr was zu sagen habt, Kritik, Verbesserungsvorschläge, wie immer unten in die Comments damit. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.